Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute geht es um den Cupra Formentor, aber nicht um die 300 PS starke Top-Motorisierung, sondern ich möchte einfach mal herausfinden, was ist, wenn wir uns denn den Basismotor nehmen mit 150 PS. Macht der denn genauso viel Spaß? Zusätzlich schauen wir uns natürlich den Wagen von außen an. Wir schauen uns auch die Platzverhältnisse an. Wir fahren ihn. Und am Ende gibt es natürlich auch ein Fazit sowie meine Meinung zum Cupra Formentor. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und aber unten eure Meinung unten in die Kommentarbox schreibt, damit wir im Anschluss an dieses Video noch ein wenig über den Cupra Formentor diskutieren können. So, und dann geht es jetzt los mit der Videovorstellung und ich wünsche euch viel Spaß. Schauen wir uns den Cupra Formentor erst einmal von außen an und da kupferfarben prangt das große Logo auf dem Kühlergrill. Natürlich die Ähnlichkeit zu den Seat-Modellen ist absolut vorhanden, aber hier einfach nochmal durch die starken Linienkonturierungen, die hier wirklich überall verlaufen, ja, schaut der Wagen einfach nochmal dramatischer aus, wirkt auch einfach nochmal deutlich breiter, maskuliner, wie ich finde. Was leider nicht so gut rüberkommt ist, wir haben hier hellgrau abgesetzt, eine Linie unten am Stoßfänger, die sich dann um die Rathäuser zieht und unten am Schweller entlang. Ja, das wirkt irgendwie auf diesem schwarzen Lack gar nicht mal so attraktiv in meinen Augen. Das könnte mit anderen Farben sicherlich cooler und besser ausschauen. Wir haben hier 18 Zoll Leichtmetallräder mit 2,45er Breite. Also das steht da schon ganz gut drauf. Dachreling ist hier auch noch vorhanden. Ich weiß nicht so recht. Die Dachreling stört für meine Begriffe so ein bisschen die Optik. Dann haben wir die zum Heck hin abfallende Dachlinie, das so ein bisschen diesen Coupé-Charakter symbolisieren soll. Und dann sehen wir hier überhalb des Radkastens diese krasse Linie hier, die hier wirklich aber richtig ins Blech gezimmert wirkt. Und das schaut schon sehr geil aus, wie ich finde. Und richtig schön auch dann das Heck mit der durchgängigen Licht-LED-Leiste. Und das hat schon was. Wobei dieser graue Einsatz rund ums Kennzeichen, weiß nicht so ganz, was ich von dem halten soll. Naja gut, über die nicht vorhandenen oder aber angedeuteten Auspuffendrohre können wir immer noch streiten. Aber sehr cool gemacht ist nicht der Cupra-Schriftzug, der hier komplett untergeht in dem Schwarz, sondern das Cupra-Logo, was hier so ein bisschen eine Carbonstruktur hat. Und das schaut schon sehr cool aus, fasst sich auch toll an. Was der Wagen jetzt nicht hat, ist eine Rückfahrkamera. Die wäre dann noch überhalb des Kennzeichens angebracht. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen jetzt in den Kofferraum, was da an Platz geboten ist. Die Heckklappe des Cupra Formentor öffnet elektrisch, gibt dann den Weg frei für einen 450 Liter großen Standard-Kofferraum, den wir hier sehen. Und optional, wenn wir denn die federvorgespannten Rücksitzlehnen
umwerfen dann ein maximales Laderaumvolumen von 1505 Liter, was für die Größe in meinen Augen gar nicht mal so schlecht ist. Der Kofferraum ist gut nutzbar. Man kriegt da nicht nur hier, wie wir sehen, die Reisetasche gut rein, sondern auch einen Kinderwagen. Die Ladekante ist ungefähr knapp unter Hüft hoch, aber sehr flach. Wir haben hier jetzt nichts, was das Laden stört. Dafür hier ist die Ladekante etwas breiter und geht dann ungefähr halbe Handfläche nach unten. Ist aber okay, der Laderaumboden ist doppelt ausgeführt. Darunter befindet sich dann das Notrad und das Soundsystem der Beats Audio Sys Anlage, die hier verbaut ist. Dann haben wir eine Anhängerkupplung, Anhängelast 1500 Kilo und Stützlast haben wir dann 80 Kilo. Also da passt dann auch ein Elektrofahrrad durchaus mal drauf. Somit selbst ziehen mit der Basismotorisierung geht auch ganz ordentlich. Dann legen wir mal die Rücksitzlehne um. Die ist im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegbar. Es gibt noch in der Mitte eine Durchreiche. Aber wie wir sehen, es gibt keine Stufe, sondern fast eben geht es hin. Leicht nach hier vorne hin ansteigend die Lehne. Cool auch, wir haben nicht nur die LED-Beleuchtung hier, sondern auch zwei Haken und eine 230 Volt Steckdose hier im Kofferraum, was ich sehr nützlich und cool finde. Jetzt schauen wir aber mal, wie es sich auf der Rücksitzbank sitzt. Ich habe Platz genommen hier mal hinten im Cupra Formentor und ich bin schwer beeindruckt, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Wagen auf diesen doch kompakten Abmessungen so viel Platz hier hinten bietet. Also wenn ihr seht, der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 vorne eingestellt und die Füße passen da echt richtig loungig fast schon unter den Vordersitz. Ich kann sie sogar schön ausstrecken. Ansonsten, wenn ich so sitze, ihr seht, ich habe mehr als genügend Beinfreiheit. Kopffreiheit ist hier auch mehr als genügend gegeben. Wir haben ein Glas-Panoramadach, hier ein Haltegriff mit einem Kleiderhaken sowie eine LED-Beleuchtung. Hier ist noch ein weiterer Kleiderhaken. Es gibt aber keine Sonnenschutzrollos hier. Die Gürtellinie hier ist eher etwas höher. Also man fühlt sich schon so ein bisschen hier, sagen wir mal, wohlig untergebracht. Die Lehne ist angenehm von der Neigung, passt perfekt. Die Sitzfläche ist gut ausgearbeitet, gerade für die Außenbahnen. Da sieht man, das ist noch ein bisschen mehr ausgearbeitet für das Sitzen, sage ich jetzt mal. Der Wagen ist eher also ein Viersitzer plus ein Notsitz hier in der Mitte. Die Kopfstütze lässt sich angenehm weit nach oben ausziehen. Bisschen schade ist, der Blick nach vorne ist eingeschränkt durch diese Integralsitze mit integrierter Kopfstütze. Dennoch haben wir hier zum bequemen Reisen eine Mittelarmlehne mit zwei Cupholdern. Sowie Luftausströmer hier. Es gibt eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Das heißt, wir können hier unsere Temperatur einstellen. Und wir haben zwei USB-C-Anschlüsse. Das heißt, die Stromversorgung ist hier auch sichergestellt, wenn die Kinder mitreisen. Die reisen auch dann mit Isofix sicher unterwegs, denn ihre Kindersitze können hier wunderbar untergebracht werden. Da ist eine Aussparung in dem durchaus schönen Glattleder drinnen. Auch der Türausschnitt ist groß genug, sodass man wunderbar ein- und aussteigen kann oder aber den Kindersitz rein und raus bekommt. Jetzt würde ich aber sagen, wir gehen in Reihe 1 und schauen uns die wohl wichtigste Position hier im Fahrzeug an. Ja, vorne hinter dem 3-Speichen-Lederlenkrad lässt es sich äußerst komfortabel und dynamisch auch reisen, denn die Sitze sind dynamisch ausgeformt als Vollintegralsitzer, bieten viel Seitenhalt im Schenkelbereich und in der Lehne. Auch die Kopfstütze, dadurch, dass sie in die Lehne zwar integriert ist, nicht verstellbar ist, hat aber genügend Höhe. Und was ich cool finde hier, ist auch dieses Cupra-Logo eingeprägt. Das schaut cool aus. Die Lenkradverstellung ist natürlich ausreichend weit hier in Höhe und Tiefe. Das ist schon ein ordentlicher Verstellbereich. Also da findet man schnell eine gute Sitzposition. Der Fahrersitz ist hier elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion, zwei Memory-Plätze. Der Beifahrerstuhl ist dann aber manuell verstellbar. Einziger kleiner Kritikpunkt, den man hier äußern könnte, ist, dass es keine verstellbare Schenkelauflage gibt. Das wäre noch schön, wenn es die geben würde, dann wären die Sitze noch etwas bequemer für größere Personen vor allem. Aber jetzt schauen wir uns den Innenraum einmal genauer an. Den kennen Seat-Fahrer schon sehr gut, gerade wenn man den neuen Seat Leon kennt. Falls ihr ihn noch nicht kennt, schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr auch das Review zum Seat Leon E-Hybrid. Da habe ich euch dann auch das Mediasystem in aller Deutlichkeit schon mal vorgestellt. Wir gehen jetzt einmal hier den Innenraum des Cupras durch.
Wir sehen, Cupra hat auch hier im Innenraum seine, ja, seine Markenfarben, das kupferfarbene hier überall so ein bisschen aufleuchten lassen, sowohl am Logo, am Lenkrad hier so in der Spange, das Stitching hier im Lenkrad, das Stitching auf dem Armaturenträger und hier um die Lüftungsaustritte haben wir auch nochmal kupferne Elemente. Auch im digitalen Kombi-Instrument haben wir immer wieder, zum Beispiel Tachonadeln sind kupferfarben, der Drehzahlbegrenzer wird hier kupferfarben hervorgehoben. Das digitale Kombi-Instrument können wir uns mannigfaltig einstellen. Wir haben die Möglichkeit, uns immer links und rechts einen Informationsbereich einblenden zu lassen. Hier können wir den ganz normal steuern, auch über die Walze, was wir da haben wollen. Oder aber wir können die komplette Ansicht des Displays verändern. Da gibt es vorkonfigurierte Displays, wie zum Beispiel jetzt hier so ein Rauten oder so außenrum, ja, Kastenform, sage ich jetzt einfach mal. Dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze beruhigt zu haben. Oder die Assistenzansicht zum Beispiel. Genau, das war die Assistenzansicht. Jetzt haben wir die beruhigte Ansicht. Und dann haben wir noch die Performance-Ansicht. Und das ist schon ganz cool, schön aufgelöst, sieht toll aus, finde ich. Und auch die Möglichkeiten, die wir haben, sind hier schon sehr beachtlich. Das Drei-Speichen-Lederlenkrad kennen wir im Grunde auch so vom Seat Leon FR. Aber hier haben wir beispielsweise eben dieses kupferfarbene Stitching drin, die kupferfarbenen Leisten und das Cupra-Logo und der Pralltropf. Und das finde ich ganz cool. Den haben die da so mit so einer Struktur überzogen, das so ein bisschen Carbon emittieren soll. Und das fühlt sich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht an, finde ich. Ansonsten haben wir hier die Bedienung für den Tempomaten oder den Travel Assist sowie die Lautstärkenregulierung auf der Walze. Rechts eben die Bedienung des Displays oder eben das Audio-Skippen sowie die dreistufige Lenkradheizung. Die würde ich euch empfehlen. Die brennt auch gerne mal so ein bisschen echt kalte Finger durchaus weg. Dann haben wir, und das ist die Besonderheit des Cupra Formentor, hier ein 12 Zoll Display, kein 10 Zoll Display wie beim Leon. Und das merkt man schon, das ist ein riesiger Oschi, der hier drinnen prangt. Leider auch mit der typischen Problematik behaftet, dass dieses Slider eben nicht beleuchtet ist in der Nacht, sodass die Treffsicherheit immer mal wieder ein bisschen unschön ist. Es gibt zwar eine Sprachsteuerung, mit der man das Ganze machen kann, dass man sagt, es ist mir kalt, aber ich persönlich bin immer noch jemand, der gerne die Tasten drücken möchte. Ja, Tasten drücken ist auch so ein Thema. Wir haben hier einen guten Touch-Bildschirm, der so ein bisschen mattiert ist von der Displayfläche, was gut ist. Damit spiegelt er nicht. Auch ist die Mittelkonsole so ein bisschen zum Fahrer hin orientiert. Gefällt mir auch gerade so für fahrdynamische Sachen. Und irgendwie ist das ein Trend, der von früher jetzt endlich mal wieder immer mehr übernommen wird bei Autos. Das sehe ich sehr positiv. Auch schön hier die Übersicht. Hier haben wir auch wieder diese Straßenübersicht oder eben wir gehen in die einzelnen Kacheln, die wir dann hier entsprechend finden. Wir können uns auch diese kleinen Widgets hier unten individuell belegen und verschieben. Und hier ist der kleine Cupra. Wenn wir da drauf gehen, kommen wir ins Fahrassistenzmenü rein, können die Assistenten hier komplett durchschalten, einaktivieren, deaktivieren, wie wir es wollen. Das Drive Profile ist hier hinterlegt mit Komfort, Sport und Individual. Bei Individual, und genau das würde ich euch auch empfehlen, nehmt das Dynamic Chassis Control, also die adaptiven Dämpfer. Die könnt ihr dann hier nämlich auch nochmal über die vordefinierten Parameter Komfort, Normal und Sport hinaus variieren, wie ihr es braucht. Und ich finde, das eben passt zum Cupra sehr, sehr gut, denn die gesamte straffe Abstimmung ja, durchaus vielleicht auch nicht dem einen oder anderen im Alltag so zuspricht. Dann haben wir noch eine ambiente Beleuchtung und das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil wir können uns dann hier diese ambiente Beleuchtung, die hier oben komplett durchgeht, individuell gestalten. Wir haben noch einen unteren Bereich in der Türtafel. Finde ich sehr schön gemacht. Wie wir sehen, hier kann man das eben einstellen an der Seite. Da könnte man dann ein Blau nehmen und dann nehmen wir für die obere, nehmen wir dann zum Beispiel das Grün. In der Nacht auch sehr schön gemacht, finde ich cool. Auch interessant ist, dass die Türtafel hier links auch eine Sicherheitsfunktion hat. Das heißt, hier drinnen leuchtet dann der tote Winkel, Warner gelb, wenn ein Fahrzeug sich im toten Winkel befindet und wenn ihr aussteigen wollt und es ist jemand oder es nähert sich jemand schnell, dann leuchtet die Leiste komplett rot und blinkt. Und das ist der Ausstiegsassistent, den ich auch sehr nützlich finde.
Was wir hier oben sehen, die Klimaeinstellungen haben wir hier. Und genau das ist so ein bisschen das Problem mit der Sitzheizung. Und zwar können wir die Temperatur hier recht leicht verändern. Da reagiert das System auch gut. Aber die Sitzheizung mit diesen zwei Fingern, das ist etwas fummelig. Da muss man dann schon hier auf die Sitzheizung drauf gehen und das dann hier über das Display machen. Ist halt ein bisschen umständlich, finde ich ein bisschen schade. Lüftungsausströmer hier unten mit dem Warnblinktaster. Wenn wir die Lüftungsdüsen schließen wollen, einfach beide in die Mitte, dann ist der Luftaustritt komplett geschlossen. Darunter befindet sich zwei USB-C-Anschlüsse und eine induktive Ladefläche fürs Smartphone. Und das ist auch zum Beispiel eine Besonderheit, weil wenn wir nämlich hier sind, dann können wir auch hier Android Auto und Apple CarPlay beides wireless bedienen, so wie wir das jetzt hier sehen. Hier sehen wir jetzt das Android Autosystem. Darunter haben wir dann das Fahrbedienelement, sage ich jetzt mal, der pulsierende Start-Stopp-Knopf, dahinter der Automatik-Stick, der ein bisschen günstig für mich so wirkt, den fasst man halt doch recht häufig an. Da wäre entweder so eine gummierte Oberfläche oder so ein bisschen eloxierte Oberfläche, würde ich mir wünschen. Das wird das Ganze haptisch nochmal ein bisschen aufwerten. Zwei Ablagefächer, dann ein Auto-Hold-Funktion für die elektrische Parkbremse, dann die Zentralverriegelungsknaster, dahinter haben wir dann zwei Cupholder und eine in der Länge und in der Höhe einstellbare Armauflage mit einem großen Ablagefach. Der Blick fällt hier auf die schwarze Motorabdeckung ohne Logo, was mich ein bisschen wundert. Also man hat da scheinbar gesagt, wir machen jetzt im Volkswagen-Konzern gar keine Logos mehr drauf. Gibt ja genügend Videos, wo das runtergefriemelt wird, das eine Logo, und dann ist das Volkswagen-Logo darunter. Jetzt gibt es halt einfach eine schwarze Abdeckung, aber die reicht ja auch. Wir haben hier den 1,5 Liter TSI-Motor, ein guter alter Bekannter. Hier ohne Mild-Hybrid-System, ganz wichtig, weil normalerweise sind die neuen Motoren ja alle zwangsweise Mild-Hybrid, wenn sie denn ans Doppelkupplungsgetriebe angeschlossen sind. Hat man jetzt hier beim Cupra Formentor noch nicht gemacht. Wundert mich ein bisschen, aber nichtsdestotrotz. Wir haben eine Zylinderabschaltung, die dafür sorgen soll, dass der Verbrauch reduziert wird. Zudem haben wir auch eine Entkopplung des Doppelkupplungsgetriebes, wenn wir denn im Segelmodus sind. Wir haben auch einen Segelmodus hier beim Doppelkupplungsgetriebe, der ebenfalls dafür sorgt, dass Kraftstoff gespart wird. Der Motor hat eine Leistung von 150 PS und 250 Newtonmeter. Damit wird der Cupra Formentor, der lediglich knapp 1,5 Tonnen leer wiegt, in 8,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt und 204 Stundenkilometer ist er dann auf einer freien deutschen Autobahn schnell unterwegs. Der Motor arbeitet sehr, sehr ruhig im Alltag. Erst wenn wir ihn ausdrehen, so ab 3,5 wird er dann ein bisschen kernig, dreht dann auch fröhlich aus. Erst dann oben rum bei 6000, kurz vorm Drehzahlbegrenzer, wird er dann angestrengt vom Klangbild her. Ansonsten aber wirklich sehr gut gekapselt und das, obwohl wir hier noch nicht mal eine Dämmmatte beispielsweise drinnen haben. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir machen hier wieder die Haube zu und dann geht es zur Probefahrt auf die Straße. Ja, kommen wir aus der Stadt, können wir beschleunigen mit dem 1,5 TSI. Der Motor klingt angenehm kernig. Im Normalbereich ist er, also im normalen Fahren, ist er dann wirklich eher sehr zurückhaltend, was Akustik angeht. Und was mir sehr gut gefällt, ist, die Kraftentfaltung ist schön linear. Er hat genügend Druck durch den Turbolader untenrum. Aber obenrum geht ihm nicht zu schnell die Puste aus, erst wenn man dann wirklich in höheren Geschwindigkeitsbereichen unterwegs ist. Mein Hauptkritikpunkt gilt jetzt nicht dem eher straff ausgelegten Fahrwerk, was man durch die adaptiven Dämpfer auf alle Fälle noch mal besser anpassen kann. Deswegen würde ich euch klar empfehlen, nehmt dieses Dynamic Chassis Control für 900 Euro. Da habt ihr auch wirklich was für den Alltag. Nein, es ist die Lenkung, die hier einfach etwas zu leichtgängig ist und einfach zu gefühllos fast schon.
Und das merkt man besonders, wenn man dann so auf einer kurvigen Landstraße mit dem Cupra unterwegs ist. Da zeigt er einfach, dass man viel zu oft so ein bisschen nachkorrigieren muss, weil man einfach zu wenig Feedback von der Vorderachse erhält, wie denn jetzt wirklich gerade der genaue Radeinschlag ist. Das kriegt man zwar mit der Zeit so ein bisschen raus, wie das so ungefähr funktioniert, aber ich finde, da könnte einfach Cupra noch mal ein bisschen mehr nachlegen, gerade wenn man noch mal so ein bisschen mehr den Fahrspaß in den Vordergrund rücken möchte. Akustik ist hier insgesamt sehr gut gelungen. Alle relevanten oder wichtigen Elemente sind gut weggekapselt. Der Motor ist ruhig, man hat kaum Windgeräusche. Auch Abrollgeräusche der breiten 18 Zoll Räder sind kaum wahrnehmbar. Und Fahrspaß kommt hier bereits schon mit dem Basismotor auf jeden Fall auf. Ja, das war es dann jetzt auch schon mit dem Cupra Formentor und dem Basismotor. In meinen Augen völlig ausreichend, zumal man sich auch ein bisschen Geld spart. 33.290 Euro ist der Basispreis für den Cupra Formentor 1.5 TSI. So wie er da steht, kostet er 41.900 Euro laut Liste. Da fehlen aber jetzt beispielsweise eine Rückfahrkamera oder die Einparkhilfe vorne. In meinen Augen macht der Cupra so schon ein echt was her. Optisch geiles Auto, fährt sich schön, ist auch insgesamt einfach toll ausgereift. Es fehlen halt nur noch so die einzelnen kleinen Bugs, die das Mediasystem vielleicht noch mit sich bringt. Wenn die noch ausgeräumt sind, dann ist das Auto ja fast nahe an der Perfektion dran. Jetzt seid ihr aber dran, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, was ihr zum Cupra Formentor sagt und vor allem auch, ob man den mit der Basismotorisierung so kaufen könnte oder nicht. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, falls es noch nicht getan hat. Das Ganze auch gerne zu liken. Und jetzt lasst uns diskutieren. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.